Die Burgruine Kreeneck, früher auch Kreineck genannt, ist die Ruine einer Spornburg auf einer von der Nagold umflossenen Bergsporn, oberhalb der Burgruine Weißenstein und des Schlosswegs in Pforzheimer Stadtteil die Weißenstein in Baden-Württemberg. Die Burg wurde im 11. Jahrhundert durch die Herren von Weißenstein, früher Herrn von Kreeneck, erbaut und erstmals 1194 im Zusammenhang mit dem Ortsadel als Kreeneck urkundlich erwähnt. Die Entfernung zur tiefer liegenden Burgruine Weißenstein beträgt knapp 300 Meter Luftlinie. Vermutlich war Kreeneck ein nicht vollendeter Verteidigungsbau für Weißenstein. Diese Vermutung wird durch die Tatsache erhärtet, dass Kreeneck keine Wirtschaftsgebäude hatte. Bei der Ruine Kreeneck handelt es sich um eine Schildmauerburg in Spornlage, die vielleicht unvollendet blieb. Die heutige Ansicht ist geprägt von einer monumentalen Schildmauer, der ein Graben vorgelagert ist. Die bis zu 10 Meter hohe und bis knapp 4 Meter breiten Mauer ist aus gehämmerten roten Sandsteinquadern aufgebaut. Im abgewinkelten Teil der Mauer im nördlichen Bereich ist eine Kammer mit einer Schießscharte und einer Wendeltreppe erhalten. Reste eines südlichen Gegenstücks sind nicht mehr zu erahnen. Seitlich des Halsgrabens ist eine auffällige Stufung, an der die Steine für die Mauer gebrochen wurden.
Die mittelalterliche Wehranlage wurde 1883 erstmals renoviert. Die letzte Renovierung war im Jahr 1972.